auch zu? Ah, hier geht's auch. Auch immer ein bisschen makaber, liegen hier irgendwelche fremden Leute rum und die werden erstmal gelootet von uns. So, gut, ich würde mal noch die eine Tür hier testen und dann machen wir aber direkt weiter. Hier war zugewiesen. Hier war da aber auch noch eine Tür, oder? Gucken wir nochmal. Okay, die kann ich nicht aufmachen. Nun gut, nun gut, nun gut. Dann zurück. Und hier sind wieder Gegner. Hey. So. Ja, kümmert euch mal um die anderen. Ich loote währenddessen. Hier ist noch was. Klar ist Halle. Okay, Leute, wir müssen mal ganz kurz das Inventar aufholen hier. Darf ich jetzt einfach die Gesellschaftskleidung ausziehen oder kriege ich dann Ärger? Ja, ich getraue mir das gerade nicht. Klugheit plus 6. Würde ich eigentlich auch. Komm, weg damit jetzt. So, weg mit der Gesellschaftskleidung. Reicht ja, wenn wir das einmal haben. So. Passt erstmal. Hätten wir. Ich würde auch sehr gerne mal wieder in die Himmelsfeste zurückkommen irgendwann. Ich habe schon richtig Heimweh, um ehrlich zu sein. So. Ja, egal. Sind wir der Gegner? Da kommen wir. Ach ja, ach ja, ach ja. So. Sehr mal was bauen. Was ist denn da los? Okay, hätten wir. Ein Problem weniger. Blündern. Ring der verbesserten Giftfolge. Könnte was für Sarah sein. Gucken wir da mal. Und zwar das Amulett. Ja, ich glaube, das wiegt nichts. Hoffe ich. Jetzt mal Stab des Blitzes. 71, aber ist ja wieder ein grauer Stab. Den lassen wir jetzt mal hier. Wir nehmen das Gold mit. Das passt schon. Hier ist auch nichts mehr. Und der Solas hat sich wieder eine ein Eismandel gebaut. Was zum Lesen. Kompendium des Onesianischen Theaters. Schon wieder. Richtig großes Drehbuch hier. So. Oh nein. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Oder? Nee, das ist woanders. Hier waren wir noch nicht gewesen. Aber ganz ehrlich, Leute, wo sollen wir denn die Hallerstatuen hernehmen? So viel gibt's doch hier gar nicht. Auf jeden Fall geht's hier nicht weiter. Och man. So. Müssen jetzt irgendwie zu Kallen zurückkehren. Küche? Okay. Meisterhafter gekerbter Stabgriff. Sehr, sehr nett, nehme ich auf jeden Fall mit. Und jetzt sind wir wieder voll. Mal hier lassen. So, hier geht's nicht weiter. Okay, nimm mal bitte einen Heiltrank. So, und würde mich ja nicht wundern, dass wir dann irgendwann nochmal ein bisschen krasseren Kampf haben. Würde mich wirklich nicht wundern. Von da sind wir gekommen. Küche. Da geht's auch lang. Ganz kurz mal schauen. Wahrscheinlich geht die Tür auch wieder nicht auf. Aber man kann ja wenigstens mal gucken. Nein, leider nicht. Das ist eine Truhe.
Okay, können wir auch hier lassen. Och, Sonas, was ist denn los mit dir? Es wird doch kalt auf Dauer, du erkältest dich nur. So, wunderbar, endlich. Es ist ziemlich. Dem Erbauer sei Dank, ihr seid zurück. Die Kaiserin hält gleich ihre Rede. Was sollen wir machen? Okay, Kaiserin sterben lassen, bevor ihr euch mit der Herzogin befasst. Nee, wollen wir nicht. Ich würde schon Selens Leben gerne retten. Also nehmt die Herzogin fest. Ab geht's. Die Großherzogin ist die Mörderin. Lasst sie nicht in die Nähe der Kaiserin. Die Herzogin? Sofort, Inquisitor. Ja, bin ich ja mal gespannt. Silenzium! Ihre kaiserliche Majestät geruht zu sprechen. Lords und Ladies, als Land betrauern wir unsere gefallenen Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern, Freunde und Liebsten. Der Himmel ist aufgerissen, die Göttliche ist tot und viele fürchten das nahende Ende. Orlé muss standhaft bleiben, ein Bollwerk, hinter dem ganz Faedas Schutz findet. So war es seit 1000 Jahren. Und so wird es immer sein. Dies alles wäre ohne Hilfe nicht möglich gewesen. Liebe Base, bitte tretet vor. Großherzogin, zurück! Alter! Jetzt! Shit. Für Korypheus, tötet sie! Boah! Kallen, beschützt die Leute! Ja, Inquisitor. Das ist gerade etwas außer Kontrolle geraten. Ey, dass da so viele Leute jetzt waren, die zu ihr gehören, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh Mann, dieser Ladebildschirm, das ist auch, oh Mann, das ist so wie, weiß ich nicht, Werbung, so, wenn man mit einem Film irgendwas guckt. Voll der Stimmungskiller gerade. Oh, ich will weitermachen. Okay, wunderbar, ich will gerade Notiz machen, dass ich das rausschneide. Alter. Nun bin ich vollends besiegt. Ihr habt mir den Augenblick meines Sieges geraubt und mich in Ungnade gestürzt. Und jetzt habt ihr eine wehrlose Frau in den Garten gejagt. Seid ihr stolz auf euch? Ich habe keine Zeit für euer Selbstmitleid. Ihr habt euch das alles selbst zuzuschreiben. Wie scharfsinnig von euch. Ich habe jeden Moment des Abends geplant. Auch diesen. Die Nacht ist noch jung. Alles, was ich tun muss, um die Lage zu retten, ist, euch zu töten, Inquisitor. Es ist so schön, dass ihr meiner Kleinen zu Ere beiwohnt. Die scheinen ganz schön mächtig zu sein, oder? Tritt Großherzogin Florian entgegen. Zurück, Florian! Wollt ihr denn nicht tanzen? Ach, du Scheiße. Na komm her. Mann, das könnte jetzt interessant werden, Leute. Die halten auch gut was aus, die Typen. Stufe 13 sind die. So, wunderbar, ist down. Ist die das da vorne? Ja, das ist ja okay. Blackball tanken mal bitte, genau. Au! Oh. Blackball tanken mit einem Käse. Kriegst du hin. Das sieht gut aus. Oh nein, lässt sich wieder nicht. Ich hasse das, wenn das... Au! Oh. Aber die geht ja ganz gut down, wie es aussieht. So wie nur meine Trainerattacke bekommen. Los geht's. Scheiße! Aber ich habe meine Superattacke. Sekunde. Wo ist sie denn? Auf der Mauer. Auf der Lauer.
Das ist eine kleine. Ihr müsst Florian aufspüren, schnell! Wir hauen das mal die ganzen Ads hier weg. Okay, Moment, Lebenstrank. Jo, Blackbolt, kümmere dich mal um drum. Scheiße. Achtung, Achtung, ich komme. Okay, Blackbolt ist schon da, wunderbar. Bin ich beruhigt. Ach, das ist er schon wieder, oder? Ist er das? So, warte, Moment. Das ist er doch, oder? Ja, das ist er. Okay, dann geht's jetzt los, Leute. Achtung, bam. Und jetzt drehen. Alles drauf, was wir haben hier. Das müssen wir eigentlich gut reinhauen jetzt gerade. Weiter. Scheiße, weiter geht nicht. So, ich nehme mal einen Heiltrank eben, aber wir haben schon 50% abgezogen. Scheiße, die ist schon wieder weg. Das war eigentlich auch gerade. Aber alles noch unter Kontrolle hier. Wir müssen immer noch aufpassen, dass also Caster und Sarah nichts abbekommen, also Zulat und Sarah. Gerade eben hier. Moment. Ist er doch schon wieder, oder? Ja, ich glaube. Aber das sieht gut aus, gegen die Lanze haben wir sicher down. So, Zulat, kriegst du von mir mal einen Heiltrank. Geht nicht. Alter, jetzt geht's. War gerade eingefroren, glaube ich. Und weiter drauf. Das sieht doch ganz gut aus. Boah, wie das wieder nicht. Ich hasse das, wenn die immer im Mund sind. Das ist mehr. Sarah. Okay, ist down. Bitte wiederbeleben. Das müsst ihr aber eigentlich hinbekommen. Ah, ich kann nichts machen. Sona ist bitte wiederbeleben. Macht er nicht. Okay, ich mach's selber. Scheiße! Okay, jetzt aber, oder? Okay, jetzt. Wunderbar. So, weiter drauf. So, wo ist er denn jetzt? Hallo? Ach, das war's ja gewesen hier. Okay, cool, alles klar, Leute. Ich hab, ich dachte, das wäre noch irgendein Ad oder so. Also, wir haben die Großbaronin jetzt gekillt. Wunderbar, da freue ich mich, ja. Sorry, ich hab das jetzt so peilt. Wow. Da freut sich die Sarah. Und da ist nicht mal eine Rune drin. Beim Tod des Gegners, das Ziel explodiert und verursacht 75% des Waffenschadens einmal. Nice. Bin ich hier voll. Super. Also ist auch eine Bogenschützin gewesen, weil irgendwie klar, dass das macht ja Sinn, dass die was mit dem Bogen droppt. So, aber das können wir eigentlich hier lassen. Den können wir auch hier lassen. Ich würde das aber gerne noch mitnehmen. Muss ich jetzt leider nochmal aufräumen, geht leider nicht anders. Ich gehe jetzt einfach mal bei Waffen hier und dann gehen wir mal ganz runter und dann hauen wir einfach mal alles weg, was wir jetzt nicht brauchen. Das Epische würde ich aber lieber verkaufen. So, das hier bitte zerstören. Das bitte zerstören. Das Schild bitte auf, wie sieht denn das aus? Sieht ganz cool aus, aber wie gesagt, Blackburn hat das gerade den Käse. Von daher. So. Cool. Da bin ich immer gespannt, was im Ballsaal passiert. Trinken nehmen wir auch noch mit. War jetzt nicht sonderlich schwierig gewesen, der Kampf. Aber wir haben auch schon gut vorgelevelt und sind ja mittlerweile auch ganz gut ausgerüstet. Spaß hat es aber trotzdem gemacht. War nur ein bisschen schade, dass ich das Finale nicht mitbekommen habe, wie ich die umhaue. Ich dachte, das wäre irgendein Ad, also irgendein Kleider von der Großbaronin. War das jetzt alles? Ich glaube, das war alles. Mal schauen, ob wir irgendwie noch eine Truhe finden. Hier ist nichts mehr. Geht nicht lang. Okay, ich glaube, das war's. Guckt euch mal diesen Riesenpalast an. Das ist fast so groß wie der Mond. So, öffnen. Wollen wir mal ganz kurz hier oben schauen. Vielleicht findet man hier noch irgendwas. Das ist auf jeden Fall ein Quest-Symbol. Versteht denn das? Auch vergoldete Wände haben Ohren. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich wieder runter oder so. Hier ist bestimmt irgendwas. Lagerschüssel aufheben.
Habe ich den jetzt aufgehoben oder liegt der noch? Ja, ich habe wahrscheinlich aufgehoben. Nee, das ist hier oben irgendwas. Ist ja merkwürdig. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch einen Lagerschlüssel gefunden. Hier ist aber nichts mehr. Gucken wir noch schnell auf die andere Seite. Und dann machen wir aber rein wieder in den Ballsaal. Da hinten ist eine Truhe. Na cool. Da ist hier was Gutes drin. Jo. Wertgegenstände. Ja, muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich das in so einem Scheiß jetzt noch sterbe. Schön. Aber ich muss sagen, so ein Drachenkampf, da macht mehr Spaß als jetzt so dieser Bosskampf. Aber es kann auch sein, dass wir von Level da jetzt einfach zu groß sind. Unsere Ausrüstung ist halt jetzt auch gut schon. Und also verhältnismäßig und die Gruppenkonstellation ist jetzt auch ganz nett. Wir hauen ja schon ganz schön rein. Und Blackwall mit seinem Käse ist ja auch, hält ja auch sehr viel aus. Also, ja. Also mal gucken, wie Selene reagiert, als auch der Bruder von der Großherzogin. Ne, Großbaronin, so rum. Ach ja, diese Ladebildschirme, Mann. Ich habe leider jetzt auch keine Rätselseite offen oder so. Das Vorteil ist ja, dass es zwar die Ladebildschirme sehr lang sind, aber sie kommen halt Gott sei Dank nicht so häufig vor. Von daher geht das ja noch. Eure Schwester wollte vor den Augen des Adels die Kaiserin töten, Gespard. Wer ist denn hier die Meisterspionin? Wenn jemand diesen Affront kommen sah, dann ihr. Ihr bestreitet nicht, dass ihr daran beteiligt wart. Natürlich bestreite ich es. Ich wusste nichts von Florians Plänen. Ihr jedoch, ihr wusstet über alles Bescheid und habt doch nichts unternommen. Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Dass ihr mich für allwissend haltet oder wie erfolglos ihr euch bemüht, den Unschuldigen zu spielen. Schluss jetzt! Wir dürfen nicht streiten, während Tevinter Intrigen gegen unser Land spinnt. Um des Reichs willen. Ich will antworten! Die Beweise gegen Gaspar benutzen, um Brianna zu unterstützen. Der Kaiserin Beweise für Gaspars Verbrechen vorlegen. Boah, ich würde so sagen hier, dass Brianna hat mir geholfen, die Beweise gegen Gaspar nutzen, um Brianna zu unterstützen. Ich finde mich den... Ja, doch, machen wir. Ohne Briannas Hilfe hätte ich Florian nicht rechtzeitig gefasst. Ihr habt zusammengearbeitet? Natürlich. Wir haben den schriftlichen Befehl an euren General, heimlich Truppen in den Palast zu schleusen. Die Soldaten dienten meinem Schutz. Ich hatte mit einem Vertrauensbruch gerechnet. Nur nicht durch meine Schwester. Redet nur weiter, Gespard. Vielleicht glaubt euch ja irgendwann jemand. Sein eigener Söldnerhauptmann wird bestätigen, dass Gaspard gedungene Schläger für einen Angriff in den Palast eingeschleust hat. Söldner? So viel zu eurer Chevaliersehre, Vetter. Und er hat in den Gesindequartieren einen Gesandten des Rats ermordet. Ich fand sein blutiges Messer neben der Leiche. Briella hat all das für euch in Erfahrung gebracht, Selene. Angesichts der überwältigenden Beweislast bleibt uns keine andere Wahl, als euch zum Feind des Reiches zu erklären. Hiermit verurteilen wir euch zum Tode. Gaspar wird hingerichtet zwischen Selene und Briella wird eine Aussöhnung angestrebt. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Lass das mal so machen. Ich denke, Botschafterin Briella verdient für die Aufdeckung dieser Intrige eine Belohnung. Für diesen Dienst am Reich, Briella, wird euch euer Verrat verziehen. Allerdings werdet ihr ins Exil gehen. Ihr seid zu gütig. Danke, Inquisitor, für alles, was ihr heute Abend getan habt. Ich verdanke euch mein Leben und Orly seine Zukunft. Gerne. Ihr habt dem Reich einen Dienst erwiesen, den es niemals vergessen wird, mein Freund. Diesen Frieden habt ihr ermöglicht. Ihr seid wahrhaftig Andrastes Werkzeug. Orly wird sich stets an eure Hilfe erinnern, ebenso wie ich.
Lords und Ladies des Hofes, dieser schmerzliche Bürgerkrieg ist beendet. Das Reich von Orlais ist wieder geeint. Diejenigen, deren Selbstsucht uns in diesen Krieg getrieben hat, wurden bestraft, wie es Verrätern gebührt. Gaspard de Chalon ist des Hochverrats schuldig. Er ist nicht länger unser Vetter und wird in Orlais niemals wieder Titel oder Land besitzen. Wir haben genug verloren. Es reicht. Jetzt können wir nach vorne blicken und uns der Heilung und Aussöhnung widmen. In der Stunde unserer Not war es die Inquisition, die uns gegen diese Gefahren beistand. Jetzt ist es an Orlais, dem Herold Andrastes beizustehen, um diese Krise zu bewältigen. So werden in kommenden Zeitaltern unsere Kinder und Enkelkinder sagen können, wir hätten ihnen eine bessere Welt hinterlassen. Möchtet ihr das Wort an den Hof richten, mein Freund? Ja, wenn es sein muss. Okay, was nehmen wir denn mal? Das Ende des Krieges war nur der erste Schritt. Unser Ziel muss es sein, ganz Sedas Frieden zu bringen. Wahre Worte, Inquisitor. Wir bei Hofe müssen unsere Mittel nutzen. Nicht jede Schlacht wird im Kampf gewonnen. Doch das ist das Morgen. Heute Nacht feiern wir unseren Sieg, meine Freunde. Auf dass ihm noch viele weitere folgen mögen. Oh, ich dachte, ich darf jetzt ein bisschen längere Rede halten. Der orlaisianische Adel bejubelt trunken vor Freude und Punsch euren Sieg. Und ihr seid nicht da, um euch feiern zu lassen? Ermüden euch ihre Glückwünsche wirklich so schnell, Inquisitor? Das erscheint mir recht unstet nach allem, was ihr für sie getan habt. Den finde ich gut. Ich wäre ja geblieben, aber der Punch war alle. Skandalös. Wirklich? Dann bin ich ja gespannt, ob ihr diese Neuigkeit ebenso schlecht aufnehmt. Auf kaiserlichen Erlass bin ich die offizielle Kontaktperson der Inquisition. Selene möchte euch die bestmögliche Hilfe angedeihen lassen. Mich. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch der Inquisition anschließen wollt. Ich wurde dazu berufen. Meine persönlichen Interessen spielten dabei keine Rolle. Selene weiß, dass ihr einem Feind mit enormen magischen Fähigkeiten gegenübersteht. Und das ist weit wichtiger als ihre eigene Neugier. Ihr werdet mein Wissen brauchen, um gegen seine Magie zu bestehen. Abgesehen davon ist Corypheus eine Gefahr für Orlais. Und für mich. Insofern habe ich nichts gegen meine Berufung einzuwenden. Okay. Welche Fähigkeiten habt ihr, die uns helfen könnten? Ich verfüge über ein Wissen, von dem die meisten Magier nur träumen können. Ich denke, das gilt auch für Corypheus. Es kann also nicht schaden, es eurem Arkanen-Arsenal einzuverleiben, oder? Außerdem wird sich der Riss am Himmel durch Wissen allein wohl nicht schließen. So, willkommen an Bord. Darf ich nicht mitreden? Ich behalte euch im Auge. Nee, willkommen an Bord. Willkommen bei der Inquisition, Morrigan. Die Freude ist ganz meinerseits. Wir sehen uns dann auf der Himmelsfeste. Sehr schickes Kleid auch, ne? Funkelt schön. Ist alles in Ordnung? Ihr wirkt besorgt. Oh, was nehme ich denn mal? Heute ist wenigstens einmal alles nach Plan verlaufen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Der Abend war ein Erfolg. Ihr solltet stolz auf euch sein. Kann ich etwas für euch tun? Euch etwas bringen? Etwas zu trinken vielleicht? Habt ihr Lust, mit mir zu tanzen, Lady Josephine? Ich hatte gehofft, dass ihr fragt, mein Lord. Oh, schön. Alter Schwede, das war ja mal insgesamt doch sehr, sehr cool gewesen. Da waren zwar sehr viele so Nicht-Kampf-Szenen, wo sehr viel Gerede war, aber insgesamt war es einfach sehr, sehr cool gewesen. Diese Story-Kapitel, ne? Das hat auf jeden Fall gefetzt. Ich freue mich jetzt auch erstmal auf die Himmelsfeste, muss ich sagen. Ich habe jetzt erstmal genug von diesem Palast. Ganz ehrlich.
Und wahrscheinlich werden wir dann jetzt erstmal dann ein bisschen Zeit investieren, um unsere Rüstung ein bisschen aufzupolieren. Könnte ich mir gut vorstellen. Dann haben wir ja auch schon den Stallmeister hergeholt und wir müssen uns um unsere Spezialisierung kümmern. Ja, es ist jetzt einiges, was wir erstmal jetzt noch so erledigen müssen. Aber das war mega cool. Und wir haben jetzt Morrigan bei uns im Repertoire. Das ist auch gut. Die hat ja einiges auf dem Kasten. Ja. Jo. Ladebildschirm. Weg. Komm. Weg mit dir. Geh da. Die Angelegenheit ist dringlich, Lady Josephine. Dessen bin ich mir bewusst, ehrwürdige Mutter. Sie müssen so schnell es geht zurück nach Val Royeaux. Sie feiern dort Zeremonien, Weihen. Der Erbauer steh uns bei. Das ist im Moment leider unmöglich. Ich werde mich der Sache aber sobald es geht annehmen. Lord Inquisitor? Bitte, können wir uns kurz unterhalten? Kaum hat man ein Problem gelöst, taucht schon das nächste auf. Ich bedauere, euch damit belasten zu müssen, aber ihr seid meine einzige Hoffnung. Nun, da die politischen Unruhen hinter uns liegen, kreisen unsere Gedanken nur noch um eine Frage. Wer wird die nächste Göttliche? Allerdings können wir sie ohne die linke und die rechte Hand der göttlichen Justinia der Fünften nicht beantworten. Es ist, wie ich bereits sagte, ehrwürdige Mutter. Lady Lilliana und Sucherin Cassandra können im Augenblick nicht von ihren Pflichten entbunden werden. Aber angesichts der Unterstützung durch das Reich wird der Verlust zweier Seelen der Inquisition doch gewiss nicht schaden. Josephine hat euch bereits gesagt, das ist unmöglich. Der Inquisitor ist gerade erst zurückgekehrt und muss sich wichtigen Angelegenheiten widmen. Bitte entschuldigt uns jetzt, ehrwürdige Mutter. Die Schnude. Lasst sie euren Sieg in Halam Shiral nicht schmälern. Die Unterstützung des Reichs wird die Suche nach den grauen Wächtern erleichtern. Varric brennt darauf, seinem Freund Hawk zu helfen. So, böse Augen, böse Herzen abgeschlossen, endlich. Und wir sind auch gefehlt gar nicht mehr so viel zu Stufe 15 und bald Einfluss auch auf Stufe 8. Großartig. Ah, Leute, das hat wirklich in sich gehabt, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon riesig hier weiterzumachen. Ich würde aber erstmal jetzt an dieser Stelle hier Schluss machen, ich habe gerade wieder ein bisschen Hunger. Guck mal, hier halten Maske der Valmont, Maske der Kaiserin erhalten und Maske der Kaiserin irgendwas. Und auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge auch wiedersehen. Jo, da muss man natürlich erstmal ein bisschen schmieden, ein bisschen optimieren und so weiter und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Wir gucken dann auch mal wegen dem Mount und so. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es bald weitergehen kann. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüssi.